Mir geht es auch oft schlecht und mir gibt niemand eine Krankschreibung dafür. Ich hatte das auch schon, das geht wieder weg. Ich glaube nicht an psychische Erkrankungen. Es sind doch nur Erfindungen der Pharmaindustrie. Du steigerst dich da in etwas hinein. In Afrika verhungern Kinder und du beschwerst dich, weil es hier mal schlecht geht. Du hast doch alles, was du brauchst. Reiß dich doch einfach mal zusammen. Ich sollte auch Therapeut werden. Die bekommen viel Geld für nichts. Mit derartigen Aussagen haben depressive Menschen oft zu kämpfen, wenn sie anderen Personen von ihrer Krankheit erzählen. Statt auf Unterstützung und Verständnis stoßen sie auf Intoleranz und bekommen noch eins reingewürgt, obwohl es ihnen ohnehin schon schlecht geht. Sie müssen sich gut gemeinte Ratschläge von Menschen, die nicht einmal wissen, was eine Depression genau ist, ganz zu schweigen davon, wie sie sich anfühlt, anhören. Du musst mehr arbeiten, Ablenkung tut immer gut. Erfreu dich an den kleinen Dingen des Lebens. Das passiert alles nur in deinem Kopf, wenn du anfängst, wieder positiv zu denken, bessert sich deine Stimmung allgemein. Ich glaube nicht an psychische Erkrankungen. Es sind doch nur Erfindungen der Pharmaindustrie. Viele Menschen wollen Depressionen sowie andere psychische Erkrankungen nicht als wahre Krankheiten ansehen. Nein, psychische Krankheiten sind keine Erfindungen der Pharmaindustrie und die Depressionskrankheit ist ein ernstzunehmendes Gebrechen, an welchem fast jeder zehnte Mensch auf diesem Planeten leidet und das auch tödlich enden kann. Diese Krankheit trug meine Tante zu Grabe. Um Betroffene, Verwandte oder Bekannte besser unterstützen zu können, aber auch um seine eigene Krankheit besser zu verstehen und damit umgehen zu lernen, ist es sinnvoll, sich mit diesem Thema genauer zu beschäftigen. Was bedeutet es, depressiv zu sein? Was macht eine Depression aus? Woran erkenne ich, ob ich einfach nur traurig oder depressiv bin? Es gibt mehrere Formen der Depression. Ich möchte mich auf die wichtigsten beschränken. Die unipolare Depression und die bipolare Störung. Klingt zunächst ziemlich kompliziert. Die unipolare Depression ist die häufigste Form der depressiven Erkrankung. Wie der Name schon sagt, deprimere kommt aus dem Lateinischen und bedeutet niederdrücken. Man fühlt sich niedergeschlagen und traurig, außerdem freud-, antriebs- und appetitlos und leidet an Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Man verliert die Freude an Tätigkeiten, denen man zuvor mit großer Leidenschaft nachgegangen ist und an Dingen, die einmal Frohsinn in einem ausgelöst haben, fühlt sich minderwertig. Gleichzeitig gehen die sozialen Kontakte in die Brüche, da man sich zurückzieht und diese nicht pflegt. Hoffnungslosigkeit, negative Gedanken und Ängste suchen einen heim. So zumindest wird die Depression im Lehrbuch beschrieben. In ihrem Buch Minusgefühle beschreibt Jana Selig, die selbst betroffen ist. Sie fühle sich hoffnungslos, traurig und erschöpft, wenn sie deprimiert ist. Spüre jedoch nichts von all dem in einer depressiven Episode. Wenn ich depressiv bin, existiert dann nichts außer einem schwarzen Loch, in dem ich sitze, das ich aber noch nicht einmal so richtig wahrnehmen kann, weil es mehr nichts ist als ein schwarzes Loch. Eine Person, die nie depressiv war, kann nicht nachvollziehen, wie sich jene Erkrankung anfühlt. Jana fehlt an manchen Tagen die Energie, ihr Bett zu verlassen. Man lässt sich gehen, man hat keine Energie mehr. Dies kommt einem gesunden Menschen implausibel vor. Im Gegensatz zur einpoligen, unipolaren Depression wechseln sich bei der bipolaren Störung, besser bekannt als manische Depression, psychische Tiefs mit Hochphasen ab. Diese Hochphasen zeichnen sich durch Leistungsfähigkeit, Euphorie, Überschwänglichkeit und ein überhöhtes Selbstwertgefühl, das in Größenwahn ausartet aus. Man fühlt sich unverwundbar, schmiedet unrealistische Pläne und reagiert gereizt gegenüber jenen Personen, die versuchen, einen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Das Schlafbedürfnis verringert sich und das Gefühl von Frische stellt sich bereits nach 3 Stunden Schlaf ein. Viele Menschen erleben in ihren manischen Episoden in psychischen Hochzeiten ihre kreativste und schöpferischste Phase ihres Lebens. Andere
Man neigt dazu, riskanten Tätigkeiten nachzugehen. Beispielsweise leiden viele Betroffene unter ungehemmtem Kaufrausch. Andere preschen mit 200 Kilometern pro Stunde über Landstraßen. Die Depression, die unipolare Störung, wird auch oft als Mercedes unter den psychischen Krankheiten angesehen, da viele berühmte und kreative Persönlichkeiten an und unter ihr litten. Zu dieser exklusiven Gruppe gehörte auch meine Tante. Wie behandelt man eine Depression? Richtig, man packt das Unkraut bei den Wurzeln. Bevor man sagen kann, gestern stand ich noch am Rande des Abgrunds und heute bin ich schon einen Schritt weiter, sollte man schließlich etwas tun. Es empfiehlt sich, einen Psychotherapeuten aufzusuchen, der sich Zeit für einen nimmt und einen nicht nur nach Schema F behandelt. Außerdem kann, wohlgemerkt kann es hilfreich sein, sich ein Haustier zuzulegen, das einem dabei helfen soll, Verantwortung zu übernehmen. Andererseits ist auch ein unglücklicher Ausgang für beide Beteiligten möglich. Was jedoch definitiv gegen Depressionen hilft, ist ein gutes Umfeld und der richtige Freundeskreis. Gute Freunde können einen davor bewahren, in eine Depression abzurutschen. Gute Laune kann wie Genen ansteckend wirken. Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt die Medikation dar. Antidepressiva können eine Milderung der Symptome verursachen und so für mehr Lebensqualität sorgen, können aber auch besonders in Kombination mit Alkohol und Drogen kontraproduktiv wirken. Für jeden muss das passende Medikament gefunden werden und auch die richtigen Medikamente bringen Nebenwirkungen mit sich, Suizidgedanken zum Beispiel. Aber wie entsteht eine Depression? Mehrere Faktoren fördern das Risiko, an einer Depression zu erkranken. Leiden zum Beispiel Verwandte ersten Grades an jenem Gebrechen, besteht die Chance, es ihnen gleich zu tun und eine Depression zu entwickeln, bei 15%. Aber auch traumatische Erlebnisse wie ein Jobverlust, der Tod eines geliebten Menschen oder einfach nur Stress im Alltag gepaart mit Einsamkeit erhöhen das Erkrankungsrisiko. Einige Untersuchungen weisen darauf hin, dass mit Depressionen eine Stoffwechselstörung im Gehirn verbunden ist. Dabei gerieten bestimmte Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, laut Meinung einiger Wissenschaftler, aus dem Gleichgewicht. Und da setzen Antidepressiva an. Sie sollen diese Unausgeglichenheit beseitigen, indem sie manche Botenstoffe im Körper erhöhen. Depressiv? Ich? Das kann und wird mir niemals passieren. Nur labile und seelisch instabile, sensible Menschen werden depressiv, werdet ihr jetzt denken. Doch das stimmt nicht. Jeder, und wenn ich es so sage, meine ich so, jeder kann eine Depression bekommen. Egal ob alt oder jung, arm oder reich, jedem droht Gefahr, dieses Schicksal zu ereilen. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Und betroffenen Menschen mit Respekt gegenübertreten, jenem Respekt, der ihnen gebührt. Wer nun noch immer denkt, die Depression sei keine richtige Krankheit, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Schließlich hat die bipolare Störung meiner Tante das Leben gekostet. Vielen Dank.